Das Ende naht! Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Let's Play Undertale! Gegen Azrael! Oh mein Gott! Wir haben Flowey irgendwie mit Hilfe aller Monster und allen unseren Freunden umgewandelt bekommen. Und irgendwie guckt er aber böse. Was zur Hölle ist los? Azrael Dreamwar und oh mein Gott, Rainbow Flashing Effekt hier. Analyse hoffen, träumen. Okay, gemäß unserer Tradition analysieren wir erstmal. Ja, nee, ist klar. Unendlich Angriff, unendlich Verteidigung. Die absolute Gottheit. Wow. Bist du deswegen so komisch animiert? Die absolute Gottheit. Oh Gott, was machst du? Was tust du? Bah, bah! Ist das jetzt hier Pokémon Sternschauer, ja? Bah! Ich hab's geschafft, da nicht getroffen zu werden. Azrael entlädt Schockbrecher. Okay. Wir träumen mal eine Runde. Du denkst darüber nach, warum du hier bist. Du fühlst, wie die Leere in deinem Inventar schwindet. Okay. Was? Weißt du, ich möchte diese Welt gar nicht mehr zerstören. Ja, besser ist auch. Was zum... Oh mein Gott! Azrael auf Chaos-Säbel. Okay. Ich würde mich gern heilen, aber ich habe nicht mehr so viel. Kuchen, Kiesstern. Ach doch. Ach, Moment. Meerestee, Zimthase. Was ist das? Ah, alles klar. Das ist von dem Traum jetzt gekommen. Ja, stimmt. Die Leere des Inventars. Kuchen. Das ist doch jetzt mein Karamell-Zimtkuchen, oder? Von Toriel. Come on. Wenn ich den jetzt einsetze, ich habe den die ganze Zeit nie benutzt. Okay, aber ich heile mich erstmal mit was anderem. Was macht denn so ein Traum überhaupt? Heilt er mich? Durch Entschlossenheit wurde der Traum zur Realität. HP vollständig. Okay, wenigstens das. Nachdem ich dich besiegt habe und totale Kontrolle über die Zeitlinie habe, werde ich einfach alles zurücksetzen. Okay. Oh Gott! Ah! Moment, halt. Ja, nein. Nein, nochmal da. Jetzt, aber hier. Und... Okay. Puh, ich lebe noch. Entlädt Schockbrecher. Das heißt, das ist die nächste Attacke. Kommt jetzt wieder diese Blitze, ne? Okay. Dann hoffen wir mal. Du hältst an Hoffnung fest. Der Schaden zu diesem Zug wird begrenzt. Okay, gut. All deinen Fortschritt, all deine Erinnerungen. Ich werde alles auf Null zurücksetzen. Aber nein, warum denn? Okay, da kommt was, da kommt was. Da kommt was, ja. Nein, 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 aua. Azrael benutzt Sternenlodern. Okay, das kommt, jetzt kommt wieder dieser Sternschauer. Gut, Gnade könnten wir mal noch versuchen. Aber ich will mich erstmal wieder mit so einem Träumchen heilen. Der Traum wurde Realität, hab hier vollständig geheilt. So, jetzt komm. Dann können wir das alles noch einmal machen. Nein, um Gottes Willen, ich will nicht alles normal machen. So, konzentrieren. Nur die Kleinen sind irgendwie... Ah, nein, ich wurde doch getroffen. Nicht so viel labern. Okay. Der geht. Wenn man sich konzentriert, geht der. Chaosbuster. Wir verschonen dich mal. Und weißt du, was das Beste daran ist? Du wirst es machen. Oh Gott. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Okay. Ach du meine Güte. Chaos Säbel. Okay, die Säbel waren auch in Ordnung. Ich muss wieder träumen, damit ich die Träume kriege. Items zum Träumen aufgefüllt. Ja, danke. Und dann wirst du wieder gegen mich verlieren. Nein! Säbel, 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 welche zuerst? Ja. Nein, nochmal. Okay, nochmal. Und. Okay. Chaosbuster. Oh, die Musik ist schön. Ich habe überhaupt noch keine Ahnung, was ich machen muss. Wir hoffen einfach mal weiter.
Schaden reduziert, alles klar. Und wieder. Ah. Nein. Nein. Verdammt. Ja. Nein. Mann. Hör auf. Verdammt. Hä? Doch, es widersetzt sich. Geil. Wie jetzt? Okay. An welcher Stelle bin ich? Wieder ganz am Anfang oder was? Ich habe Träume drin. Es scheint, als wäre ich wieder an derselben Stelle. Nur irgendwie geheilt. Keine Ahnung. Du hältst an Hoffnung fest. Der Schaden in den Zukunft. Okay. Also, wenn ich hoffe, wird der Schaden begrenzt. Wenn ich träume, kriege ich Items, um mich zu heilen. Chaos-Säbel. Verschonen. Die Säbel. Okay, ja. Ja. Nochmal da. Verdammt. Ja. Nein. Das gibt's doch nicht. Okay, aber... Das Ende naht. Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch, ne? Ihr habt bestimmt alle schon längst durchschaut, was man machen muss. I don't know. I don't know. So, Chaos-Säbel als nächstes. Wenn ich verschone, passiert ja eigentlich nichts. Er macht nur seinen Angriff, es kommt kein Text, gar nichts. Also hoffen wir weiter. Er redet auch jetzt schon gar nichts mehr. Ah, jetzt habe ich verwechselt, welche Seite. Nein, 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 nein. Puh, da war knapp. Chaosbuster. Heilung. Ich kann zwar nicht sterben, gefühlt. Der Traum wurde Realität. Ausweichen. Was? Every Endit Schockbrecher 2. Oh mein Gott. Schockbrecher hatten wir jetzt lange nicht. Aber 2 ist was Neues. Weiter hoffen. So kriegen wir wenigstens nur reduziert Schaden. Und wieder. Wah, wah, wah. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Hilfe. Ich bleibe auf einem. Was Galactus Lodern. Nee, Galactus Lodern. Traum. Okay. Weil ich ein glückliches Ende haben möchte. Ja, das wollen wir auch. Aber irgendwie hast du immer noch komische Absichten. Also es scheint zumindest... Oh, la 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 la. Das ist schon ein bisschen heftiger. Oh, oh Gott. Chaos Schlitzer. Wir träumen mal wieder eine Runde. Du denkst darüber nach, warum du hier bist. Fühlt sich wie die Leere deines... Ja, okay, gut, haben wir schon. Weil du deine Freunde liebst. Ja, tun wir. Okay, okay. Nein, nochmal, verdammt. Nein! Ja, ist wieder von vorne, oder wie? Ich bin immer noch nicht... Ich bin noch keinen Schritt weiter in meiner Strategie. Keine Ahnung. Du hältst noch Hoffnung fest. Ich weiß es echt nicht. Ich stehe voll auf dem Schlauch. Ah, okay. Das ist nicht von vorne. Das ist wieder dieser Schocker Nummer 2. Das heißt, ich werde immer nur so ein, zwei Runden zurückgesetzt. Ja, jetzt kommt das Lodern. Träumen. Du denkst darüber nach, warum du hier bist. Du fühlst, wie die Leere in deinem Inventar schwindet. Gut, haben wir alles mit Träumen aufgefüllt. Ah, das Lodern. Wo kommen die Sterne? Da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Jetzt kommt der Dicke. Ah, doch noch einer erwischt. Jetzt der Chaos-Schlitzer. Gut. Dann hoffen wir weiter. Weil es weiter fest Schaden reduziert, so. Okay, okay, wo zuerst? Da. Und trotzdem
Ja. Ja. Nein. Ah, nicht noch mehr. Chaos Blaster. Wieder die Träume. Damit wir ungefähr wieder voll sind. Weiter. Weil du nie aufgibst. Ja, tue ich nicht. Au. Hör auf, hör auf. Nein, 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 nein. Jetzt kommt der Regenbogen. Wow. Ach komm, da hätte ich doch gar nicht mehr ausweichen können. Ja, okay, dann wieder hoffen. Was kam jetzt? Ach genau, jetzt kam erstmal der und danach kam dann der Schlitzer. Okay, der geht, sehr schön. Schaden reduziert. Gut, wo zuerst? Da. Bleib da. Da. Bleib da. Darüber. Verdammt. Und jetzt kommt der. Jawohl. Schönes Ding. Dann hoffen wir, dass der Schaden weiter reduziert bleibt. Jetzt kam das Ding mit dem Blaster. Ja. Nein. Nicht treffen. Schön, schön. Ah, nicht reinrennen jetzt oder so. Jetzt kommt der. Und danach geht's richtig ab. Ja, da kommt man ganz schwer durch. Schockbrecher 2. Wir träumen mal wieder eine Runde. Okay. Inventar wieder voll. Ist das nicht köstlich? Deine Entschlossenheit, die Macht, mit der du so weit kamst, wird dein Untergang sein. Warum denn so feindselig? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, alles klar, alles klar, alles klar. Yay. Benutzt Hypertod. Okay, nee, ist klar. Schaden reduzieren. Ich hätte mich vielleicht heilen sollen. Egal. Genug mit den Spielereien. Nein, 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 nein. Es ist soweit, diese Zeitlinie endlich auszulöschen. Ach komm. Oh Gott, okay. Oh! Ih, siehst du fies aus. Wah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommt da noch was von uns? Ja, da. Nein, 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 nein. What's going on? Ich lebe noch mit einem. Selbst nach diesem Angriff stehst du vor mir noch im Weg. Wow. Du bist wirklich was Besonderes. Aber werde ich übermütig? Bis jetzt habe ich nur einen Bruchteil meiner Macht verwendet. Ja, das glaube ich dir gerne. Mal sehen, was die Entschlossenheit gegen das bringt. Oh oh. Haben wir jetzt wenigstens den Kampf überstanden? Nein! Ezreal blockiert den Weg! Wow. Bist du jetzt von Gottheit zum Teufel geworden? Okay. Ezreal zappeln? Ich kann nur zappeln. Ich kann nicht mal mehr. Kann ich noch zurück unten? Ja, doch. Aber ich kann nicht hin und her switchen. Ich kann nicht auf Items oder Kampf oder so gehen. Ich habe nur diese eine Möglichkeit. Ich kann nur zappeln. Du kannst deinen Körper nicht bewegen. Urahaha. Sieh zu meiner wahren Macht auf. Oh Gott. Wah, wah, wah. Okay, okay, okay. Nein, der letzte. Ah. Okay. Dann halt nochmal. Ich kann es fühlen. Jedes Mal, wenn du stirbst, verlierst du den Halt an dieser Welt. Jedes Mal, wenn du stirbst, vergessen dich deine Freunde immer mehr. Dein Leben endet hier, in einer Welt, in der sich keiner an dich erinnert. Warum bist du so fies? Boah, das ist doch jetzt schon... Fies. Die Welt geht unter. Ich kann nur zappeln. Du kannst deinen Körper nicht bewegen. Du hältst noch immer fest? In Ordnung. In wenigen Momenten wirst auch du alles vergessen. Diese Einstellung wird dir in deinem nächsten Leben weiterhelfen. Nein! Ja. Da kommst du halt echt kaum dran vorbei. Ich kann nichts machen. Ich kann echt nur... Du kannst deinen Körper nicht bewegen. Immer noch? Komm schon. Zeig mir, was dir deine Entschlossenheit jetzt bringt. Ich versuche ja immer noch wild entschlossen hier allen auszuweichen.
Ha, die Welt geht unter. Dein Körper ist bewegungslos, nichts passiert. Du zappelst, nichts passiert. Du versuchst deinen Spielstand zu erreichen, nichts passiert. Du versuchst wieder deinen Spielstand zu erreichen, nichts passiert. Es scheint unmöglich zu sein, das Spiel zu sichern. Aber vielleicht kannst du mit dem bisschen Kraft, was übrig ist, jemand anderen sichern. Yes! Komm, wir sichern das Gute in dir, Ezreal! Oh. An dein altes Sons Papyrus Story? Escor. Wen sichern wir als erstes? Oder kann ich... Warte mal. Fragezeichen. Ja, ich kann jetzt was anderes machen. Esse ich jetzt den Kuchen? Das ist halt die Frage. Kann ich dich besänftigen? Weil wenn ich jetzt auf sichern gehe, kann ich doch bestimmt nur einen retten. Ich will aber alle retten. Komm, ich mach es einfach. Ich wüsste nicht mehr, wann ich ihn noch sonst einsetzen sollte. Das Spiel ist gefühlsmäßig gleich vorbei. Du isst den Karamellkuchen. HP wiederhergestellt. Wow, warum greifst du mich trotzdem an? Scheiße, okay, es hat nichts gebracht. Die Welt geht unter. Toll, es hat nichts gebracht. Ich hab ihn nicht mehr. Ich hab keinen Kuchen mehr. Die Welt geht unter. Dann Toriel, deine Mama. Von ihr haben wir schließlich auch den Kuchen. Du erreichst Ezreals Seele und rufst nach deinen Freunden. Sie sind irgendwo da drin, oder nicht? Im tiefen Inneren von Ezreals Seele reagiert etwas. Okay. Die verlorenen Seelen erscheinen. Verlorene Seele, okay. Mama, Papa? Was? Nein, Kampf? Nein, kein Kampf. Verlorene Seele. Reden, Gnade, Vorliebe, Umarmung. Gnade, Vorliebe, Umarmen. Ich umarme mal. Du umarmst die verlorene Seele und erzählst ihr, dass du sie wiedersehen wirst. Etwas daran wirkt so vertraut. Es ist zu deinem Besten. Vergib mir dafür. Wow, okay. Das kennen wir schon. Das ist ein Escor-Angriff. Alles klar. Die verlorene Seele steht herum. Vorliebe. Du erzählst der verlorenen Seele, dass du Zimt lieber magst als Karamell. Irgendwie erinnert sie sich daran, das schon einmal gehört zu haben. Das ging jetzt an Toriel. Niemand wird jeweils gehen. Okay. Ah, wo ist der Ausgang? Verdammt. Ja, da unten. Verlorene Seelen stehen herum. Dann Gnade. Du weigerst dich, die verlorenen Seelen zu bekämpfen. Etwas an dieser Art wirkt vertraut. Beide Punkte. Wieder diese Form der Angriffe. Da hoch. Dann reden wir. Du erzählst der verlorenen Seele, dass du gehen musst, wenn du alle befreien willst. Plötzlich kommen ihre Erinnerungen zurück. Als sie sich erkennen, versuchen sich auch die männliche Seele an dich zu erinnern. Dein Schicksal liegt in deinen Händen. Du bist unsere Zukunft. Okay, die beiden haben wir. Du fühlst, wie etwas Schwaches in Ezreal reagiert. Nein, kein Kampf. Kein Kampf. Okay. Die beiden sind sicher. Alles klar, wir kriegen sie also doch alle. Undyne und Alphys werden zusammengehören. Papyrus und Sons werden zusammengehören. Dann holen wir uns jetzt Papyrus. Tief im Inneren von Ezreals Seele reagiert etwas. Da sind sie beide. Verlorenen Seelen erscheinen. Ach, jetzt bin ich blau! Scherzen, Rezept, Puzzle, beleidigen. Nee, komm, wir machen einen Scherz. Für Sons. Du erzählst der verlorenen Seele einen schlechten Wortwitz über Skelette. Er scheint es zu hassen. Aber der anderen verlorenen Seele scheint es zu gefallen. Ja. Ich muss einen Menschen fangen. Gib auf, ich tat es. Oh, ach ja, das war ja das. Ah, okay. Blau. Alles klar. Hep. Gut. Die verlorenen Seelen stehen herum. Mussten wir Sans beleidigen? Nein, was müssen wir denn gegen ihn mal machen?
Rezept. Achso, ein Rezept war für Papyrus zum Kochen, ne? Du fragst die verlorene Seele, ob sie mit dir etwas kocht. Jawohl. Die verlorene Seele versucht, ihren Freund zu verbergen. Ach, ihre Freude zu verbergen. Dann wird jeder... Warum überhaupt? Was? Das war zu schnell. Ach, Mann. So. Die verlorene Seele steht da rum. Dann machen wir noch ein Puzzle, um die Rätsellust der beiden zu befriedigen. Du fragst die verlorene Seele nach einer Hilfestellung bei einem Rätsel. Er weiß nicht warum, aber er möchte dir wirklich helfen. Du siehst sie nie wieder. Ach, halt, Blau. Ah, Mann. Ja, okay. Die verlorene Seele steht herum. Ja gut, dann bleibt nur noch das. Du beleidigst die verlorene Seele. Plötzlich kehren seine Erinnerungen zurück. Die Erinnerungen der anderen Seele kommen zurück, weil du ihren Bruder respektiert hast. Was? Nein, warte, du bist mein Freund. Ich könnte dich nie fangen. Ach, natürlich. Na, ich zähle auf dich, Kind. Stimmt, wir haben Papyrus mal beleidigt, als es darum ging, ob wir Freunde sind oder nicht. Du fühlst, dass etwas in Ezreal reagiert. Das heißt, wir haben die beiden auch safe. Okay, jetzt noch Anain und Alphys. Die von innen von Ezreals Seele reagiert etwas. Ey, Moment, wo ist Alphys? Okay, wir sind grün wieder. Verlorene Seele. Toyschieb, Rezept, Schubsen, Lächeln. Toyschieb mussten wir gegen sie auch mal machen. Rezept, gut, wir haben mit ihr gekocht. Wir ziehen einfach alles durch. Du stupst die verlorene Seele leicht an. Etwas an deinem Kampfstil erinnert sie an etwas, ja? Alle Menschen werden sterben. Doing, doing, doing. Ja, ja, das kennen wir auch noch. Oh, schön, wenn die goldenen Pfeile kommen, bin ich wieder verloren. Die verlorene Seele steht herum. Gut, dann kochen wir mit dir. Du fragst die verlorene Seele, ob sie dir beibringt, wie man kocht. Sie weiß nicht warum, aber sie möchte es dir beibringen. Du bist unser wahrer Feind. Warum? Nein. Yeah, okay. Das geht gut. Die verlorene Seele steht herum. So, dann lächeln wir mit dir. Du schenkst der verlorenen Seele ein großes Lächeln, wie sie es tun würde. Plötzlich kommt die Erinnerung wieder zurück. Schön. Nun, manche Menschen sind doch in Ordnung. Du fühlst, dass etwas in Ezreals Körper stark reagiert. Nein, kein Kampf. Okay, dann müssen wir die beiden halt einzeln nehmen. Komm, kriegen wir alle hin. Die verlorene Seele erscheint. Jetzt sind wir gelb. Das war das mit dem Schießen, ne? Ja, rufen Quiz. Abnerden. Aufmuntern. Komm, wir muntern nicht mal auf. Ach, guck mal, sie trägt auch ihr schönes Kleid. Ist sie nicht bezaubernd? Du erzählst der verlorenen Seele, dass du sie weiter unterstützen wirst. Etwas an der Art, wie du das ausgedrückt hast, kommt ihr bekannt vor. Du hast mich, nicht wahr? Nein. Ah, Gott. Nein. Ah. Und ausweichen. Ah, ja. So. Die verlorene Seele steht herum. Abnerden. Wir machen mal das Quiz mit ihr. Du fragst die verlorene Seele nach Hilfe bei einer Quizfrage. Sie kann sich kaum zurückhalten, dir zu antworten. Ich muss weiter lügen. Nein, musst du nicht. Oh Gott, ja, das Ding. Ja, das haben wir auch schon. In und auswendig. Rauf. Sehr schön. Die verlorene Seele steht herum. Was war denn Rufen? Was haben wir denn mit Rufen gemacht? Haben wir um Hilfe gerufen bei ihr? Egal, wir nörden erstmal eine Runde ab. Du fragst die verlorene Seele, was ihr liebster Cartoon sei. Plötzlich kommen die Erinnerungen wieder zurück. Ja, sehr schön, da haben wir es doch schon. Nein, das stimmt nicht. Meine Freunde mögen mich und ich mag dich auch. Okay, wir haben sie alle. Jemand anderes? In dem Moment, an dem sich deine Freunde an dich erinnerten, begann etwas anderes in Ezreals Seele immer stärker und stärker zu reagieren. Es scheint, als gäbe es noch eine letzte Person, die gesichert werden muss. Ezreal selbst, der gute Teil. Komm, gib's mir. Aber wer? Es ist Ezreal. Komm. Plötzlich fällt es dir ein. Du rufst nach seinem Namen. Wie? Was tust du? Ja. Komm. Oh! Und die Musik dazu. Das ist jetzt die Geschichte.
Der gefallene Mensch. Ach, guckt sie euch an. Die beiden. Oh. Ach, wie schön. Das haben wir alles schon gelesen. Du fühlst die Seelen deiner Freunde in Azrael. Azrael Dremor sichern. Komm. Wir befreien dich. Was tust du? Was ist das für ein Gefühl? Was passiert mit mir? Nein, nein! Ich brauche niemanden! Wow, was für ein Bombardement! Ich lebe noch. Sichern, Azrael Dremor. Hör auf! Lass mich in Ruhe! Hörst du mich? Ich zerschmettere dich! Oh, es wird weniger, es wird weniger. Komm schon, komm schon, komm. Sichern, Azrael Dremor. Wir retten dich und deinen guten Part. Marco, weißt du, warum ich das mache? Warum ich kämpfe, um dich hier zu behalten? Oh. Wir retten dich. Ich mache das, weil du besonders bist, Marco. Du bist der Einzige, der mich versteht. Du bist der Einzige, mit dem ich noch gerne spiele. Aber das, was du machst, ist kein Spielen. Immerhin verschonst du mich schon mal. Nein. That's not just it. Ich mache das, weil du mir wichtig bist, Marco. Ich sorge mich um dich. Mehr als um jeden anderen. Sind das Tränen von dir? Weinst du so eine Flammen, oder? Azrael, wir retten dich. Wir sichern dich. Ich bin nicht bereit für das Ende. Warum denn das Ende? Ich bin nicht bereit dafür, dass du gehst. Ich kann mich nicht mehr von jemandem wie dir verabschieden. Oh. Es ist schon wieder so traurig, Leute. Also bitte, hör auf damit. Schrei mich doch nicht an. Und lass mich gewinnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 0,9, 0,5, 0,1, hör auf! 0,01, hör endlich auf! Er kann es nicht tun. Er kann mich nicht umbringen. Sichern. Komm schon. Marco. Wir sichern dich, komm! Die Musik wird leiser. Ich bin so einsam, Marco. Oh mein Gott, du löst dich auf. Nein, 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 nicht auflösen. Ich habe Angst, Marco. Nicht auflösen, bitte. Marco, wir wollen dich sichern.